Herzlich willkommen zu diesem Vlog-Video und seid mir nicht böse, dieses Video werde ich nicht sonderlich gut schneiden, weil ich euch einfach in diesem Video einmal kurz mitnehmen will und erzählen möchte, was die letzten Tage so los war hier bei Philips 3D oder bei Printcorp, was da gesagt, das ist ja immer so ein bisschen durchgemischt. Ich war die letzten Tage mit Basti und dem Daniel auf der Form Next und da haben wir ein bisschen Videoaufnahmen gemacht und ich wollte eigentlich auch ein Video machen, wie wir da zum Beispiel bei Prusa standen und uns den neuen Core XY-Drucker angeguckt haben. Die Aufnahmen sind nicht ganz so schön geworden, das ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich muss nur mal gucken, ob ich euch das Video veröffentliche oder nicht. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob euch auch eventuell ein etwas semi-schönes Video gefällt. Da ist ein bisschen Unschärfe drin und die Aufnahmen sind nicht ganz so optimal. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare. Ja, da waren wir die letzten beiden Tage, das war relativ anstrengend. Wir haben es jetzt Samstag um 7 Uhr gerade, deswegen sehe ich eventuell auch noch ein bisschen zerknautscht aus. Ihr seht hier schon, ich habe jetzt die letzten Tage noch ein paar Kabel gekrimmt für den Printcore One Seriendrucker, der da hinten steht. Da hatte ich noch ein paar Stränge offen, die ich noch fertig machen musste. Das liegt jetzt hier. Das mache ich meistens dann abends auf der Couch beim Fernsehgucken einfach stumpf, da so ein bisschen die Kabel fertig machen. Und dann hat der Printcore One für die Serienfertigung, also das ist ja der mit der Wasserkühlung und das ist der, der so, wie er ist, fast in Serie gehen wird. Der hat mir so ein bisschen Probleme gemacht und zwar der erste Layer sah immer super aus und ab dem zweiten Layer, zweiter, dritter Layer, hatte ich eine ziemlich starke Unterextrusion. Also die Bahnen haben sich nicht verbunden und ich habe ewig lange jetzt oder die letzten 3-4 Tage vor der Formnext auch noch immer getüftelt und geguckt, wo kommt denn dieses Problem her, dass der erste Layer so gut ist und ab dann wird es plötzlich so unterextrudiert. E-Steps sind natürlich kalibriert, also das ist keine Frage, der Drucker ist komplett kalibriert. Deswegen konnte ich mir nicht so richtig erklären, wo das herkommt. Und irgendwann, ihr seht das hier auf dem Tisch schon, ich habe dann immer so einen Kalibrierungswürfel gedruckt, einfach bloß um die ersten Schichten mir anzugucken. Und irgendwann sitze ich da und gucke mir dieses Teil so gegen das Licht an und sehe, dass mein erster Layer völlig durchsichtig aussieht. Und mit diesem schwarzen Filament hat man das so gut wie gar nicht gesehen. Ich habe dann da so ein kleines Mikroskop genommen und habe dann gesehen, dass der erste Layer einfach viel zu weit weg war vom Druckbett. Ich vermute, dass die PIE-Platte, weil sie rau ist, einfach zu viel Material in den Poren schluckt und man das kaum sieht, wenn man da zu weit weg ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier 17 Millionen Messuhren schon am Drucker montiert und habe geguckt, fährt der Drucker überhaupt richtig in Z runter. Hab dann 1000 Drucke gestartet, immer wieder bin ich verfahren und ich wurde wirklich irre. Ich habe dann die kompletten Z-Kupplungen nochmal überarbeitet, habe so kleine Kugellager jetzt nochmal untergebaut. Die kann ich euch mal in der Nahaufnahme zeigen, falls ich es schaffe. Das sind so kleine Kugellager unter den Z-Kupplungen, die verhindern sollen, dass die Motorwelle nach unten klappern kann, weil sie ja nur durch Magnetkraft teilweise gehalten wird. Die kommen auch noch rein und dann ist Z auf jeden Fall auch gesichert. Ja, ich habe das Problem gelöst, das war einfach meine eigene Schuld. Der erste Layer war einfach zu weit weg und ich habe es nicht gesehen, weil ich hier auch eine 06er Düse jetzt drin habe. Das wollte ich auf jeden Fall noch lösen, bevor die ersten Drucker in Serie gehen. Nicht, dass ich da irgendwo einen konstruktiven Fehler komplett drin habe. Puh, okay, ich habe drüben, das soll eigentlich das Hauptthema von diesem Video sein, die Extruderanlage angeworfen. Die heizt gerade vor. Die braucht immer circa eine Stunde, bis die Schnecke komplett durchgeheizt ist, bevor ich sie anmachen kann. Weil ihr könnt euch vorstellen, ich kann die Schnecke nicht anmachen, wenn der Kunststoff da drin noch nicht plastifiziert ist. Weil da mache ich mir da das Getriebe kaputt oder im schlimmsten Fall dann auch die Welle. Oder die Schnecke besser gesagt. In einer Dreiviertelstunde ist der Extruder durchgeheizt und dann können wir drüben das nächste Granulat reinhauen. Ich habe nämlich wieder ein paar Mustermaterialien bestellt. Ihr habt es ja in den anderen Videos eventuell schon gesehen. Und gestern kam was anderes an und ich habe völlig verrückt auf einem Löffel das Granulat warm gemacht und mir so ein kleines Pellet daraus geschmolzen, weil ich so nervös war zu Hause. Ich wollte wissen, wie gut dieses Material ist und habe das schon mal so ein bisschen zerbogen und sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Das heißt, wir machen ein, zwei Musterrollen gleich mal fertig. Eine bringe ich dann Basti mit, die kann er gleich verdrucken. Eine werde ich dann selber verdrucken. Und dann gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Dann switchen wir einmal kurz rüber und gucken uns mal an, wie der erste Seriendrucker aussieht. Da bin ich nämlich auch ein gutes Stück vorangekommen jetzt die letzten Tage. Hier seht ihr den kompletten Druckerrahmen einmal demontiert. Und ich musste den Drucker einmal komplett montieren. So, dass ich weiß, wo alle Nudensteine drin sitzen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Nudensteine in diesem Drucker drin sind. Es ist wirklich Wahnsinn. Dann habe ich den Drucker demontiert und überall, wo die Nudensteine drin sitzen, habe ich mir kleine Markierungen gesetzt und draufgeschrieben, wo was reinkommt. Einfassprofile, Nudensteine und Dichtungen. Und das in der Reihenfolge so aufdrapiert, dass ich genau weiß, dieses Profil muss zuerst gemacht werden. Und dann gehe ich das einmal durch und kriege so in dieser Reihenfolge den Drucker da bestmöglich montiert. Ja, das war auch noch mal eine Menge Arbeit. Das heißt, der erste Drucker war sozusagen umsonst zusammengebaut und wieder demontiert, weil der einfach nur als
Vorlage gilt. So sieht das Ganze jetzt gerade aus. Hier steht der erste fertige Drucker, der dann auch wirklich so verkauft wird, sage ich mal. Ich habe jetzt die Seitenwände schon aufgestellt, die Linearführungen sind auch schon drin. Die werden natürlich vorher einmal komplett gereinigt und dann mit einem Spezial-Teflon-Fett aus dem Werkzeugbau einmal gefettet, sodass die auch schön leise laufen und nicht verschleißen können. Die Grundplatte ist auch schon drin mit der Elektronik. Da ist alles natürlich auf dem anderen Platz von mir vorbereitet gewesen. Das heißt, ich musste die Platte bloß nehmen und hier reinstellen. In der Zeit, wo der Extruder jetzt drüben aufheizt und auf Temperatur kommt, werde ich hier noch ein bisschen weiter basteln und die nächsten Schritte einbauen. Ich habe mal geguckt, ich brauche, wenn ich wirklich schnell und gut bin und alle Kabel vorbereitet sind, braucht man so circa 1,5, vielleicht 2 Tage, wenn irgendwas nicht ganz so schnell klappt, für einen Drucker zu montieren, als einzelne Person. Da sind natürlich viele Vorarbeiten mit drin, die nicht einkalkuliert sind. Das heißt, alle Teile müssen vorbereitet sein und schon zusammengeschraubt sein. Kabel müssen natürlich fertig sein, wenn man es wirklich bloß montiert. Anderthalb Tage, würde ich sagen, für eine ungeübte Person. Ja, und dann werde ich jetzt versuchen, die 10 Drucker oder die 9 Drucker so schnell wie möglich ordentlich zusammenzubauen. Die Software und alles, wie gesagt, steht ja, da funktioniert jetzt auch alles. Ja, wie gesagt, den Prusa habe ich mir auch schon angeguckt, den Core XY. Ich will noch gar nicht zu viel sagen dazu. Was mir natürlich wieder nicht gefällt, ist, sie haben wieder in den Antriebsstrang Kunststoffteile verwendet. Umso besser für mich, habe ich nicht gemacht. Also das ist ein Argument, dass mein Drucker besser ist. Aber dazu kann ich euch auch gerne später noch ein bisschen mehr erzählen. Ich würde sagen, wir nehmen die Kamera und switchen einmal rüber an die Extruderanlage und werden da einfach mal gucken, ob ich irgendwas mit diesem neuen Mustermaterial da an Filament produziert bekomme. So, ich konnte den Printer One noch ein bisschen weiter zusammenschrauben. Die eine Linearführung für Y habe ich noch montiert und ein paar Kabel. Hier unten in der Ecke steht jetzt schon das Mustermaterial, was gestern angekommen ist. Der Extruder ist vorgeheizt auf 220 Grad. Damit werde ich gleich mal starten. Den Trichter habe ich auch schon ausgesaugt und sauber gemacht. Das heißt, wir haben keine alten Pellets mit drin. Ich würde jetzt einfach mal die erste Schippe oben reinschmeißen und dann gucken wir einfach mal, ob ich so 1-2 Spulen Mustermaterial für den Drucker drüben extrudiert bekomme. Entschuldigung schon mal, wenn es ein bisschen lauter ist, weil die Lüftungsanlage in dieser Anlage ein bisschen Krach macht. Ich habe den Extruder oder besser gesagt die Schnecke, die Vorschubgeschwindigkeit und den Einzug hinten jetzt erstmal so weit eingestellt, dass brauchbares Filament hinten rauskommt. Das heißt, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber so sieht der Strang jetzt aus und ich bin mit dem Durchmesser auch relativ konstant, habe jetzt so 3/400 Schwankungen drin. Finde ich gar nicht so schlecht für den Anfang. Ich habe natürlich am Anfang den alten Schmodder von den letzten Versuchen erstmal raus extrudiert. Hier war noch Kohlefaser mit drin. Das musste natürlich alles erstmal raus. Und jetzt bin ich halbwegs fast klar mit dem Filament. Ich würde mir jetzt einfach eine ganz kleine Rolle einmal herstellen, ein paar Meter einfach bloß. Und dann würde ich dieses Stück Filament in den Drucker, in den Printer One einmal reinschmeißen und einfach mal gucken, wie sich das ganze Zeug hier drucken lässt und ob es sich überhaupt drucken lässt. Ich will nicht zu viel verraten, aber das Grundmaterial, was ich hier extrudiert habe, ist Polypropylen. So, zeige ich euch noch einmal kurz eine kleine Nahaufnahme, wie das Ganze aussieht, damit ihr ein Bild davon habt. So kommt das Ganze jetzt raus. War vorher noch ein bisschen schwarz durch das Kohlefaser und das TPE, was da letztens mit drin war. Und ja, so verläuft das jetzt hier. Ich habe das, ich kühle das ganz normal mit Luft. Ich habe das Wasserbad ausgestellt. Also hier ist auch gar kein Wasser momentan drin, nur im Reservoir unten. Und ja, ich schneide mir jetzt einen Faden ab und dann gehen wir mal rüber zum Drucker. So sieht jetzt meine kleine Mini-Sample-Spule aus. Ich habe mir einfach eine kleine Rolle genommen von Alpa Plastik, heißen die, glaube ich, und habe mir hier ein kleines Stück schnürt. Hier Makura ganz kurz für euch aufgemacht und ich habe hier einen ganz einfachen Winkel gesliced. Ihr kennt ihn eventuell schon, das ist der Winkel von dem Raspberry Pi Display-Gehäusehalter. Als Drucker habe ich natürlich den Printcore One Seriendrucker ausgewählt und als Profil habe ich gerade schnell ein Polypropylen-Profil erstellt. Ist auch nichts Besonderes. Wir können einmal ganz kurz gucken. Ich habe eine Schichtdicke von 0,2 gewählt. Oh, hier unten habe ich noch, hier oben habe ich einen Wert vergessen zu ändern. 0,6 Linienbreite habe ich. Da ich ja hier eine 0,6er Düse verbaut habe. 3 Wandlinien haben wir. Die Z-Naht ist definiert mit rechts. Füllung habe ich auf 15% gestellt. Drucktemperatur auf 220 und für die Druckplatte 70. Das wird das Interessanteste, ob das ganze Bauteil gleich auf unserer Druckplatte hält.
Fluss überall 100% und für die ersten Versuche drucke ich immer sehr, sehr langsam, um ein Gefühl für das Material zu kriegen. Da bin ich hier mit 40 mm pro Sekunde erstmal am Start sozusagen. Einzug auf 1,2 ganz normal. Lüfter auf 30%. Der Dual-Lüfter da dran, der hat super viel Power. Das heißt, diese 30% sind wesentlich mehr, als man es eigentlich gewöhnt ist von einem normalen China-Kracher, sag ich mal. Da wären das schon mehr als 100%. Druckplattenhaftung habe ich hier Brim gewählt, weil es halt, wie gesagt, als Basismaterial ein Polypropylen ist und das sowieso immer recht schwierig mit der Druckbetthaftung ist. Ich versuche es auf der PEI-Platte, auf der Rough Plate, zu drucken und zum Haften zu kriegen. So sieht das Ganze jetzt aus in einer Aufnahme. Wie gesagt, die erste Schicht von der Linienbreite ein bisschen erhöht auf 120% und ab der zweiten Schicht dann mit 100%. Und mit einer 15-prozentigen Füllung sollte man erstmal ein Gefühl fürs Bauteil kriegen. Wichtig ist erstmal, dass das ganze Teil auf dem Druckbett hält. Und das gucken wir uns jetzt drüben am Printcover einmal an. Okay, man sieht es mir vielleicht schon an. Ich freue mich gerade schon so ein kleines bisschen. Ich habe gerade mal die Prime Line, also die Linie auf dem Druckbett, die die Düse füllt, einmal abgezogen und habe da schon gemerkt, das Zeug haftet auf der PEE-Platte. Nicht so krass wie ABS, aber es haftet. Und zweitens, also das war ja schon das Erste, was ich schaffen wollte. Scheiße, ich freue mich gerade voll. Und das Zweite ist, ich habe das Ganze mal so ein bisschen gezogen. Ihr kennt ja aus meinen anderen Vlog-Videos, ich will dieses zähe Material, was Polypropylen so hat. Kennt ihr das? Wenn man das so zieht und das ist so, ja, es bricht nicht sofort, sondern es ist halt zäh. Und das ist es auch. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal schön klar von der Druckfarbe her. Und es sieht so aus, als ob es sich auch drucken lässt. Ich lasse das Ganze jetzt mal laufen. Ich will noch nicht mich zu sehr zu früh freuen und dann zeige ich euch einfach gleich, wie das Ergebnis aussieht und wir gucken uns gemeinsam an, ob das Bauteil auf der Druckplatte dann auch wirklich gehaftet hat. Kann immer wieder nur sagen, es ist wirklich das geilste Hobby. Stellt euch doch mal vor, man schmeißt da hinten irgendwo in der Halle ein paar Pellets in so eine Anlage, macht sich hier so eine Strippe, geht 20 Meter weiter rüber und kann anfangen, sich sein eigenes Bauteil zu drucken. Es ist einfach Wahnsinn. So, in der Zeit gehen wir noch mal kurz rüber und gucken, was die Anlage hier so gemacht hat in der Zeit. Jo, ich würde sagen, ein bisschen Dreck ist noch drin gewesen von der alten Aufspannung. Ich hätte die Schnecke eigentlich sauber machen müssen, aber ich habe jetzt einfach auf schnell einfach was machen wollen. Sieht ganz gut aus. Hier läuft noch alles. Ich lasse jetzt hier den Rest einfach noch durchlaufen und dann habe ich ja meine ersten Versuche eigentlich auch schon gemacht. So, das Teil ist gedruckt und Scheiße, ich bin aufgeregt. Das tut mir leid, Leute. Diese Primeline habe ich schon abgezogen. Dort ist das kleine Scharnierteil. Einige kennen es wahrscheinlich schon. Hier hängt es dran. Das ist hier an dem Raspberry Pi Gehäuse. Und jetzt kommt der spannendste Teil und zwar haftet das Ganze auf dieser Druckplatte. Ich nehme das jetzt hier mal vorsichtig runter und versuche das live mit euch zu testen. Ja, es ist noch ein bisschen schwarz, weil es, wie gesagt, noch ein bisschen Kohlefaser und ein paar Reste noch mit drin hatte. Aber guckt euch das an, es haftet. Geil. Das war meine größte, oder die größte Sorge, die ich hatte. Ich wollte, dass das hält. Und wenn man hier so dran zieht, seht ihr, das ist bombenfest. Mann, wie cool ist das denn so? Ich gehe jetzt mit dem Spachtel ran, der muss es regeln. Oh, und selbst mit dem Spachtel ist es recht schwierig. Oh, jetzt habe ich es. Genau richtig. Seht ihr das? Zack. Optimal. So sieht das Ganze aus. War auch nicht so dicht. Und das Teil sieht, finde ich, dafür, dass es jetzt wirklich nur schnell auf der Anlage gemacht ist, so von der Oberfläche echt gut aus. Ohne große Feinjustierung. Erstes Profil, erstes Bauteil. Filament gerade mal eine halbe Stunde vorher auf der Anlage das erste Mal aufgespannt gehabt. Und das sollte relativ flexibel sein wie PP. Ja, ist es auch. Das ist jetzt auch wirklich dünn gedruckt. Und super flexibel, klasse. Das Vlog-Video ist damit beendet. Ich habe noch zwei Filamentspulen, kleine Sample-Spulen gemacht für ein paar Freunde, die das jetzt für mich auch nochmal mittesten und Erfahrungen sammeln. Ich habe selber natürlich auch noch ein bisschen was da drüben gerade noch abläuft. Ich bin mega zufrieden, es haftet auf der PIE-Platte. Das hätte ich niemals gedacht, dass es so schnell und so einfach funktioniert. Das war vielleicht jetzt einfach ein Glücksgriff. Ich mache weiter Versuche. Ich hoffe, euch hat dieses Vlog-Video gefallen. Werdet Abonnent, wenn ihr noch kein Abonnent seid und gebt dem Video natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben. Müsst ihr natürlich nicht, nur wenn es euch gefallen hat. Ich sage vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Vlog-Video.